people up top, just the people up top. How are you doing tonight? All right, earlier I kind of fibbed and I said we had one surprise for you tonight. That wasn't exactly true. We do have a second surprise for you tonight. Because you get to find out Dallas gets to find out what happens when M puts her screamy pants on. Screaming Pants? Die Schreihosen? Was ist, gibt's das? Ich habe hier echt krasse Keys to the Kingdom Vibes. Klingt jedenfalls krass. Geiler Stimmansatz von Mike. Geil, ey. Endlich schreit Mike mal. Lang haben wir drauf gewartet. Geil, ey, die schreit sich die Seele aus dem Leib. Und ich liebe das, dass die Band einfach diese Art von Musik macht. Richtig geile, harte Musik feiere ich. Oh, what the fuck, Alter. Ich habe hier richtig krasse Slipknot-Vibes. Ich liebe es. Ich liebe es, ey. Krass. Dass die Stimme da überhaupt das mitmacht. Alle Achtung. Das klingt wirklich badass. Das klingt echt hardcore. Geil, ey. Seit 10 Jahren gab es keinen richtigen Moshpit. Habt ihr es nicht vermisst? Mike ist einfach ein geiler Typ. Diese Gitarren da im Hintergrund, das klingt ja ultra krass. It's only a matter of time, Dallas! It's only a matter of time!
Das ist definitiv einer der härtesten Songs. Also wie Mikes Stimme hier klingt, so richtig aggressiv, hardcore, intensiv. Fuck, ey, genau das will ich von ihm hören. Das ist so ein kreativer Kopf. Der bedient ja alle Facetten der Musik. Richtig geil. Fuck, Alter. Die hat einfach so eine geile Stimme, ey. Und ich bin echt gespannt, wie sich das auf dem Album anhört. Das klingt wirklich fresh. Boah, das klingt geil. Und vor allem, wie Colin die Drums spielt, hier merkt man wirklich seinen Einfluss. Das ist Hardcore, ey. Das ist richtig heavy. Also das ist wirklich ein emotionaler Ausbruch. Das sind emotionale Ausbrüche. Krass. Gefällt mir. Geil. Ich freue mich schon aufs Album und bin gespannt, wie das auf der CD klingt. Ein ganz großes Dankeschön geht an Janana Bäre, Toni Wolf, Aiko, Rexen. Danke für eure Unterstützung. Ihr seid wirklich die Besten.